Hallo und herzlich willkommen! Willkommen zurück bei Uncharted 2. Weiter geht unser Abenteuer. Wir sind immer noch hinter Lazarevich her, hatten schon sehr viele unnötige Tode. Ich frage mich jetzt, ob ihr das hört eigentlich, wenn der Typ da bohrt. Der bohrt hier gerade bis an seiner Wand rum und ich bin noch nicht umgezogen. Dann gibt es immer ein paar, ja, Komplikationen, würde ich schon sagen. Aber mich persönlich stört es nicht so. Nur in der Aufnahme ist es da nicht so passend, vor allem wenn wir eine Filmsequenz sehen oder sowas. Aber ich versuche mich davon jetzt nicht ablenken zu lassen und geh gleich nach oben und töte ihn einfach. Das ist natürlich sehr praktisch. Können wir hier runterspringen oder sterben wir? Ne, wir leben noch, okay. Eine Ausnahme. Okay, die Frage ist nur, wo müssen wir genau lang? Wir haben jetzt hier einen Ermordetipp. Ach, da ist sie ja. Habe ich leider nicht gesehen, weil ich den Part beendet habe. Sollen wir... Ich nehme mal die Schrotflinte mit. Okay, Chef. Okay. So. Auch alleine, obwohl man dazu zwei Leute eigentlich brauchen würde. Ach du Scheiße, also ich wäre schon längst tot gewesen, wäre ich. Also ich wäre schon. Ich frage mich, wie oft ihr gestorben wärt, wenn wie, also wie auch wir gestorben wären, wenn wir er wären. Ich meine, ich wäre schon gleich ganz am Anfang gestorben bei diesem Zug, kann ich mir durchwetten. Wie bei der Feuerleiter. Genau. Feuerleiter. Heißt das so, diese Hilfsdings da, Maßnahme? Ich glaube schon, die heißt Feuerleiter, glaube ich. Oh nein. Na super. Du bist nicht wörtlich. Typisch blond, weißt du, typisch blond. Zurück. Extra. Lieferung. Das klappt. Ja, du bist ein Genie. Gute Idee. Ja, das ist. Ja. Also wie immer eigentlich. Wir nehmen natürlich nie den normalen Weg. Wir müssen immer irgendwo rumklettern. Wie so ein kleiner Affe. Hältst du durch? Ja, süß. Was für eine Frage stellt sie mir da? Ob ich durchhalte? Na, geht doch. Nee, weißt du? Ich mach das zum ersten Mal. Bitte hilf mir. Ich muss sagen, auch wenn sie blond ist, sie kann wirklich gut klettern. Ist schon wirklich nicht schlecht. Also jetzt nichts gegen blonde Menschen oder sowas, aber... Ich wollte nur kurz erwähnen... Warte mal, was war das denn da? Habt ihr es gesehen? Komm näher. Okay. Ich bin nicht blind, Leute. Ich habe da irgendwas gesehen. Da war... Halt die Augen offen. Okay. Halt den Kopf unten. Passt auf. Überraschung! Pass auf. Überraschung. Ja, wir müssen. Ganz langsam, aber sicher. Sicher, sicher, sicher. Ach, scheiße. Also, wenn man die Typ nicht mal trifft, dann ins Arschloch. Da kann man gar nicht mehr überleben. Es sei denn, man ist er. Oh nein. Ja, super. So. Ah, sie killt nicht immer mit einem Schuss, was ziemlich schade ist, aber... Auf dieser Entfernung will ich auch nichts erwarten. Ah, da oben haben wir wieder eine meiner besten Freunde. Das sind natürlich die Sniper für die Leute, die es nicht wissen. Ich liebe sie. So. Die sterben mal so schön, finde ich. Und natürlich, er hat eine Sniper in der Hand, lässt aber eine Pistole fallen. Das ist die Uncharted-Logik, meine Freunde. Das ist die Uncharted-Logik. Guck, sie steht einfach nur so rum. Die macht gar nichts. Die wartet, bis ich irgendwas mache, damit ich das Denken mache. Ja, das Ding ist, ich sehe wenig. Ich sehe wirklich wenig gerade. Aber ich schätze mal, ja, ich weiß schon wo. So, Munition, vielen Dank. Ich nehme die M4 mit lieber. Ach, hier geht's lang. Ich sehe schon. Komm schon, mir nach. Hallo. Ich habe gesagt, mir nach. Ja, die braucht immer ein bisschen, sorry. Dauert bei der immer ein bisschen, bis ihr Gehirn aktiviert wird. Ja, genau. Geh mir nicht... Also, ich weiß, die nervt so ein bisschen. Die nervt mich so ein bisschen. Sie versucht, der Ersatz für Chloe zu sein. Du bist nicht mal annähernd so toll wie Chloe, Mädel. Nicht mal annähernd. Ich frage mich gerade, wo wir lang können. Ach, sicher, dass wir hier lang müssen? Oh. Da oben. Da halten sie bestimmt Schäfer fest. Was? Ach, Mist. Runter. Jetzt geht's los. Kapitel 22, Wiedervereinung. Na, das klingt schlecht. Ich kann mir nicht ganz erklären, wie das klingen soll. Los, weg!
Es geht auf jeden Fall nicht gut. Ich glaube, damit ist die Wiedervereinigung mit Lazarevich gemeint, obwohl ich mich niemals mit ihm vereinigt habe, um ganz ehrlich zu sein. So, ja, jetzt ist natürlich super. So, ich muss hier runter. Wegen der ganzen Munition, ich brauche die, um zu überleben. Das ist das, was wir wollen, wenn wir das Spiel hier spielen. Gib mir die M4, hör auf, dich zu verstecken. Es hat keinen Sinn, du wirst so oder so verrecken. So, ach, da oben. Ja. Es war natürlich total OP, der Typ, was er da drauf hat. Also. Ja, ich, natürlich springe ich hier ganz in den Raum. Komm, ich hab das den Tod. Bitte lass mich sterben. Bitte lass mich sterben. Bitte, ich hab's nicht anders verdient. Lass mich bitte sterben. Bitte, 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 bitte. Ja, lass mich sterben, genau. Bitte lass mich sterben. Bitte lass mich sterben. Also bei der Dummheit habe ich das ja nicht anders verdient, ne? Bitte lass mich sterben, ja, ja. Bitte lass mich sterben. Also, ganz ehrlich, ich bin nicht sauer, wenn ich jetzt sterbe. Man muss ja auch selber ein bisschen einsehen, wann man verdient hat zu sterben, wann nicht. Er hat versucht, der Granate auszuweichen. Das hat dann noch nicht ganz geklappt, wie er es sich gerne vorgestellt hat. Und, ja. Die Schrotflinte trifft sogar von hier. Da überlege ich gerade, wo der Typ mit der... Ach, da ist er ja. Hab mich schon gefragt, wo du bist, Mann. Da bist du ja. Ja, das ist aber sehr schön. Da freuen wir uns, dich wiederzusehen, du kleiner Pisser, Mann. So, eine Granate, eine M4. Vielen Dank, die nehme ich gerne mit. Oh, noch ein bisschen Munition. Vielen Dank, Mann. Komm, der liegt da richtig sexy, Mann. Da wird man... Ja, gleich feucht. Also ich rede gerade nicht, weil ich irgendwie, weil ich mich nicht so wohl fühle gerade in der Lage, wo ich bin. Schon wieder so ein Mutiger. Ich nenne sie die Mutigen, das ist so nenne ich die, das ist ihr neuer Spitzname. Weil die so mutig sind. Ja, denn wieso denn auch sonst? Haben wir alle Missgeburten erledigt? Alle Missgeburten mit den Raketenwerfern, das hoffe ich mal. Ich gehe mal nach oben langsam, aber sicher. Ich will jetzt ernsthaft nicht sterben, das wäre richtig eine Tragödie für mich. Weil, wäre einfach nicht so schön, bleiben wir dabei. Mal gucken, was wir hier gefunden haben. Was? Ah, das ist die Desert Eagle, glaube ich. Ist das die Desert Eagle? Ich weiß gar nicht. Oh, shit. Von da unten und von da oben. So, ganz langsam, aber sicher. Ganz verteilen. So, komm hoch, zeig den Kopf, zeig den Kopf. Perfekt, mein Freund, perfekt. Komm her, Mann, ich habe nicht ewig Zeit. Für einen Mann. Und ich höre irgendwen. Ach, da hinten. Ja, ja, ich sehe ihn schon. So, ermordet. Zum Glück kann sie nicht sterben. Gut, ihr könnt euch alles zutrauen, um ganz ehrlich zu sein. Und ich habe keine Munition mehr. So, ich nehme einfach mal alles mit. So, ich brauche ein bisschen mehr Munition. Das ist immer noch zu wenig. Oh, da haben wir einen Raketenwerfer. Das wollte ich gar nicht. Was mache ich da? Ich will die Granate aufheben. Vielen Dank. Ja, ja. Der Lazarevich ist auch so eine kleine Granate, ne? So, müssen wir hier lang? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe einfach mal. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher. Ich sehe. Oh, fuck. Hallo, er ist doch schon tot. Bist du irgendwie gestört oder so? Keine Ahnung, was sie da hat. Ich weiß selber nicht. Am Anfang hatte ich ja nichts gegen sie. So, ich dachte, sie wäre ganz nett. Aber dann ist mir aufgefallen, dass sie doch nicht so ganz nett ist. Sie versucht die ganze Zeit. Sie versucht's. Denkst du, sie hält uns für blöd, Leute? Wir müssen etwas gegen sie tun.
Ich glaube, wir müssen durch die Tür, die ich da von innen gesehen habe. Okay, wir müssen da hoch und nachsehen. Ja, das wollte ich auch gerade erwähnen. Aber vielen Dank für den Tipp. Jetzt sieht es so aus, als wäre ich nicht selber drauf gekommen. Munition. Munition, vielen Dank. Die Panzerfaust brauche ich jetzt mal nicht. Und das hat gerade neu geladen, solches Mann. Ich habe mein Fenster da oben. Ah, oh, leider nicht mehr, egal. Sah gerade irgendwie witzig aus. Aber oben erwartet uns wahrscheinlich irgendwas, weil ich hab's schon gesehen. Also das stimmt irgendwas nicht. Nur die Frage ist, wie kommen wir nach oben? Okay, ich denke, ich weiß schon wie. Da sehe ich eine Treppe. Wir müssen also den ganzen Weg jetzt hier rumgehen, um zur Treppe zu kommen. Alles natürlich sehr umständlich. Aber nee, dann kommen wir da ja auch gar nicht dran, so wirklich. Ich würde sagen, wir müssen hier hin und dann irgendwo die Treppe hoch, oder? Nee, ist schon richtig, ist schon richtig. Wir waren auch richtig, nur ich habe es nicht gemerkt. So, und jetzt kommen wir hier hoch. So, diese Pistole ist ziemlich stark, muss ich sagen. Also relativ stark. Die ist schon nicht schlecht. Oh nein. Ist ja gut. Wir sind hier. Sie hatten recht. Recht womit? Alles, was sie anfangen, geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition? Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halten Sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake. Sie müssen glauben. Schäfer. Oh, Hit. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. So. Wir müssen überlegen, wie wir an den Dolch kommen. Er ist leider wahrscheinlich gestorben. Sieht zumindest so aus. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich denke schon, dass er gestorben ist. Und er hat noch einen letzten Wunsch und den wollen wir natürlich erfüllen. Oh, ein Schatz. Yay. Cool, Mann. So, wir müssen irgendwie hier drauf, glaube ich. So. Ich hoffe, das ist richtig. Ah, nee, hier war ja okay. Okay. Da ist der Turm. Ich habe immer noch kein gutes Gefühl bei der Sache, Leute. Also der Typ hat ja wirklich schon Mächte, ne? Also wenn ich das so sehe, ist er echt nicht mehr normal. Wie viele Anhänger hat er denn, bitteschön? Wieso machen das Leute? Wie kam er überhaupt an so viel Macht? Das würde mich interessieren. Der konnte sich Uncharted 4, also das Neue, auch glatt mit, wie ist es überhaupt zu allem gekommen, beschäftigen. Wie hat Schäfer überhaupt die Macht erlangt? Vielleicht wird es bei Uncharted 1 erklärt oder sowas, ich weiß es nicht. Nicht Schäfer, sorry, der ist ja gestorben. Ich meine, Lazarevich. Ich versuche es auch so russisch auszusprechen. So ein bisschen mit so einem gesollten R. Ich würde jetzt gerne die Munition, also die Waffe aufheben, aber das erlaubt mir das Spiel nicht. Ich muss bei der Waffe bleiben, ansonsten kann ich das Spiel nicht gewinnen wahrscheinlich oder so. Oh, hier muss ich sogar runter.
so fallen lassen. Die Musik ist sehr schön. Sowas höre ich auch mal in meiner Freizeit. Oder so tanze ich dann immer. Ist er runtergesprungen? Gott, ist er dumm. Der ist runtergesprungen. Ein schlauer Kerl. Hier müssen wir nicht lang. Nach oben vielleicht? Ich weiß nicht. Nee, hier auch nicht. Gut, das ist falsch. Ich glaube, wir müssen weiter klettern. Ich würde sagen hier, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, die nehmen wir mal mit, die M4. Ich denke, für die Situation, man muss ein bisschen einschätzen halt einfach, ob das jetzt für die Situation hier gut ist oder nicht. Und wo geht's weiter? Ne, hier, ich denke eher nicht, ne. Hier auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, um ganz ehrlich zu sein, aber es scheint so. Müssen wir vielleicht aufs Dach oder was? Ich glaube, wir müssen hier lang, ich bin mir nicht genau sicher. Ja, müssen wir, okay. Ach ja, wie ich das Klettern hier liebe. Das zeichnet das Spiel einfach so aus. Es ist einfach so gut. Verdammt, worauf schießen Sie? Ja, ich weiß schon worauf, glaube ich. Ja, ich weiß schon worauf. Ja. Das sind, ich glaube, diese Bestien. Naja, da sind sie. Hoffentlich helfen sie mich nicht an. Hoffentlich helfen sie mir nur. Heilig, schau. Was? Was? Wie nur einer hinter mir auf den Pisser gehen kann, Mann. Scheiße, Leute, da sind so viele. Das werde ich niemals schaffen. Keine Munition, gar nichts. Ich brauche ein bisschen Optimismus von euch, Leute. Ihr müsst mir sagen, Danny, du schaffst das. Easy, locker, flock, auf der Hüfte. Los geht's. Von wo wird denn hier geschossen? Was? Ich gehe mal runter, lieber. Ich weiß nämlich nicht, von wo geschossen wird. Das würde mich mal interessieren, von wo die eigentlich schießen. Ich sehe nämlich gar keinen. Ach. Heilige Scheiße, ich hab nicht... Ach du Scheiße, das war ja mal ein grausamer Tod. Was ist, wie ist das denn passiert, bitte? Ach du Scheiße. Verdammt, worauf schießen Sie? Stellung halten! Nein! Na super, ich befinde mich gerade in so einer Scheißlage. Ich denke, ich werde auch versuchen, nach unten zu kommen. Geht das? Komme ich irgendwie nach unten? Sag mir bitte ja, ja. Wieder die Dinger. Ja, schon wieder die Dinger. Aber ich denke, die sind dieses Mal auf unserer Seite. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ach, dieser scheiß Radius, Mann. Ach, da oben. Da sind, befinden sich auch noch richtig viele Raketengewehre. Was ziemlich nice ist. Aber da komme ich leider nicht ran und ich sterbe gleich. Ja, was soll ich machen? Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Ja, natürlich zwei Granaten auf einmal. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Oh! Ich werde es diesmal anders machen. Ich kann es ja nicht immer wieder gleich machen, das wird nix. Verdammt, worauf schieße ich denn? Nein, das war ein Fehler! Ja, ich lebe noch, heilige Scheiße. Da sind sie schon wieder.
Habe ich selber ein bisschen Angst, dass die mich wirklich auch angreifen, aber... Ich denke ja, das tun sie nicht. Was sonst ziemlich scheiße für mich wäre. Erst Granaten, dann da... Ach du Scheiße. Es ist wirklich... Ach du Scheiße. Es ist wirklich eine Herausforderung, das muss man ja wirklich sagen. Also... Wow. Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Ich würde dieses Mal einfach mal keine Granate reinwerfen, weil sonst mache ich ja quasi immer wieder dasselbe. Vor allem sich aber da auch zu verstecken, ist ja auch nicht gerade besser, weil... Ich sterbe ja im Endeffekt nur. So. Aber Scheiße. Ja, eine Granatenwerfer, das ist gut. So, dieses Mal ein bisschen anders. Ja, dieses Mal sieht es definitiv anders aus. So. Wow. Wow, wow, wow. Es ist besser gelaufen dieses Mal. Zwar nicht optimal, aber besser hier... Ja, guck mal, wie viel sich hier befinden. Raketenwerfer, dies, das, alles Ananas. Oh. Ja, okay, das war's für diesen Part. Beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss.